Herzlich willkommen. Mein Name ist Carsten Bayreuther. Wenn ich eins kann, dann das Verkaufen. Und es anderen Menschen wie dir, wenn du das gerne möchtest, beibringen. In diesem Video geht es um insgesamt 5 Punkte. 5 wichtige Faktoren, von denen die meisten Verkäufer noch nie etwas gehört haben, allerdings entscheidend sind, ob du mit Freude sehr viele Termine oder Weiterempfehlungen am Telefon holst oder wie die meisten Verkäufer scheitern. In diesem Video werde ich dich über 5 Punkte aufklären, von denen du möglicherweise noch nie etwas gehört hast. 5 bedeutende Faktoren, warum die meisten Verkäufer am Telefon kläglich scheitern. 5 Punkte, wie du in Zukunft deutlich einfacher und mehr Termine mit neuen Kunden abmachen kannst, dir dort Weiterempfehlungen holst, wo du bislang glaubtest, da geht nichts. Punkt 1. Wie du in Zukunft am Telefon deutlich erfolgreicher Neukundentermine oder werthaltige Weiterempfehlungen holst, und zwar ohne, dass dir die bekannten Einwände um die Ohren fliegen. Punkt 2. Wie du völlig ohne Fachwissen und Nutzenargumente zu deinen gewünschten Ergebnissen kommst. Punkt 3. Wie du ohne Angst, völlig losgelöst, sogar mit Freude, in Zukunft deine Telefonaufgaben mit Bravour erledigen wirst. Punkt Nummer 4. Wie du nicht nur einfacher und mehr Termine am Telefon abmachst, sondern direkt im Termingespräch den Vorabschluss herbeiführst. Also weißt, ob du überhaupt bei diesem Termin verkaufen können wirst. Und Punkt Nummer 5. Der vermutlich weltweit verbreitetste Irrtum aller Verkäufer, die da glauben, wenn die Sekretärin dich fragt, um was geht's denn, darauf reflektorisch unbedingt antworten zu müssen und erklären zu müssen, um was es geht, mit der Folge, die dir bekannt ist, einfach abserviert zu werden. Herzlich willkommen zurück zu diesem für dich vermutlich sehr spannenden Video. Und ich lade dich ein, für die nächsten Minuten mit weit geöffneten Ohren Dinge zu erfahren, von denen du möglicherweise noch gar nichts gehört haben dürftest. Punkt Nummer 1. Von nun an so zu telefonieren, deine Kaltakquise so zu gestalten, dass die bislang gefürchteten Einwände überhaupt nicht mehr auftreten. Also so gut wie nicht mehr. Du kennst Einwände wie »brauchen wir nicht«, »haben wir schon«, »keine Zeit, kein Interesse, kein Bedarf«, »wir sind schon gut versorgt« und danach war das Telefonat beendet. Und egal, was du versucht hast, an diesen Einwänden scheitertest nicht nur du viel zu häufig, sondern scheitern nach wie vor die meisten aller Verkäufer. Und das hat Gründe. Einer der Gründe, warum bei der telefonischen Kaltakquise oder Empfehlungsnahme Einwände auftreten, besteht nämlich darin, dass die meisten Verkäufer aus dem Bauch heraus Telefonleitfäden, Gesprächsleitfäden, also Skripte benutzen, die keiner wirklich psychologischen Logik folgen. Weil auch ein Termin muss verkauft werden. Da kann man nicht einfach nur so aus dem Bauch heraus irgendwas erzählen oder sich überraschen lassen, was man als nächstes reaktiv abfeuert. Wenn du weißt, wie Menschen Entscheidungen treffen und eben auch Termine kaufen, wenn du weißt, wie die menschliche Psyche im Kern funktioniert, dann hast du das entsprechende Skript in deinen Händen. Und wenn du das nicht weißt, wirst du dir möglicherweise ein eigenes Skript basteln müssen. Und dass das nicht immer zum Erfolg führt, das muss ich dir nicht verraten. Das weißt du schon längst. Also, wenn du möchtest, dass weniger Einwände auftreten, folge der Regel Nummer 1. Wie entscheiden sich Menschen? Und genau so muss dein Skript aufgebaut sein. Bitte, versuche es nicht weiterhin selbst. Weil? Sonst hättest du eine eigene Tankstelle, wärst ein Arzt, der freiberuflich Menschen hilft, oder würdest dich auf allen anderen Gebieten irgendwie zu helfen versuchen? Nein, dort holst du dir Experten und das aus gutem Grund. Punkt Nummer 2.
Die meisten Verkäufer glauben, und das verstehe ich ja auch, dass sie mit einem breit gefächerten, sehr überzeugendem Nutzen eine geheimnisvolle, interessante Aura um ihr Produkt kreieren möchten. In der Hoffnung, dass der Kunde sich dann staunend die Augen reibt und sagt, boah, zeigen Sie mal, kommen Sie vorbei, das schaue ich mir an. Du weißt es besser. Leider führt es nicht immer zu den gewünschten Resultaten. Ohne Nutzenargumente und Fachwissen an Termine zu kommen, ist keine Kunst, wenn du weißt, wie Kunden Termine kaufen. Nämlich ganz einfach, jeder Mensch ist bestrebt, die Dinge nach seinen eigenen Wertevorstellungen zu ergründen, zu bewerten, zu entscheiden und danach zu handeln. Wenn du also in der Hoffnung, tolle Nutzenargumente abfeuern zu müssen, leider enttäuscht wirst, kann das nämlich daran liegen, dass dein Kunde sagt, hey, Verkäufer, super Argument, leider nicht meins. Das ist für mich kein spannendes Telefonat. Es gibt auch keinen Grund, mich wegen dieses super Nutzens mit Ihnen zu treffen. Ich habe ganz andere Beweggründe, warum ich es nochmal mit A, B oder C versuche oder mich auf Ihr Produkt einlassen möchte. Kennen Sie diese Gründe? Gebe ich Ihnen einen Termin. Kennen Sie sie nicht? Bleiben Sie da, wo der Pfeffer wächst. Wie du herausfindest, welche Gründe du erfüllen musst und gezielt ansprechen musst, damit der Kunde sagt, wow, das ist genau das, was ich sehen möchte. Bitte kommen Sie vorbei. Bleib dran, denn am Ende dieses Videos bekommst du dafür die vermutlich erfolgreichste Lösung, die der Markt derzeit kennt. El punto número tres. Ja, ich weiß, das war Spanisch. Aber den meisten Verkäufern kommt es ziemlich spanisch vor, warum der Körper durchdreht, sobald sie auch nur das Telefon sehen. Das ist zu vergleichen mit einer Spinnenangst. Oder der Vorstellung, jetzt demnächst gleich in einen Fahrstuhl steigen zu müssen. Das hat unter Umständen Gründe, da wäre dieses Video fehlplatziert, um das dir zu erläutern. Aber lass dir eins gesagt sein. Solange du am Telefon Furchtzustände hast, also diese Unbehaglichkeiten, trockener Hals, feuchte Hände, Gesprächsleitfaden vergessen, also wirklich Alarm in deinem Kopf oder Stottern, dann sprechen wir über das vermutlich am weitesten verbreitetste Phänomen, was Verkäufern die Arbeit erschwert, nämlich die Angst zu scheitern, die Angst vor dem Telefon, die Angst vor einem Nein, die Angst am Ball zu bleiben, bis der Termin steht. Und jetzt, wie nicht anders zu erwarten, sobald du mit den richtigen Techniken auf die richtige Weise das Richtige zum richtigen Zeitpunkt sagst oder fragst, ist die logische Folge, dass du einfach mehr Erfolge produzierst. Und sobald das der Fall ist, wirst du mehr Vertrauen in deine Telefonaufgaben oder in deine Telefonarbeit gewinnen. Und dieses Vertrauen wird dich bestärken, dass du das Richtige tust, dass du zum Erfolg kommst, dass du gewollt bist, dass du nicht nervst. Und dieses Gefühl wird dein Selbstbewusstsein stärken. Allein das ist der Grund, warum 9 von 10 Verkäufern mir nach einem Training sagen, läuft wie geschmiert, ich muss mich gar nicht mehr fürchten. Ich habe nur Angst gehabt, dass ich wieder irgendwas falsch mache und mich vergeblich bemühe. Und das viel zu häufig. Und mit dieser neuen Sicherheit kehrt Selbstvertrauen in deinen Geist, wenn man das so sagen darf. Und die Angst verschwindet, weil du wirst plötzlich feststellen, dass du häufiger zum Erfolg kommst. Braucht es da noch eine Psychotherapie? Nein. Dein System lernt, dass es sich nicht lohnt, weiterhin ängstlich zu bleiben, weil die Beweise, die du mit dem richtigen Handeln erschaffst, sagen deinem inneren kritischen Kontrolleur, okay, es geht auch ohne mich. Mein Job ist erledigt. Lasst meinen Besitzer endlich weiter telefonieren. Der kann es. Also muss ich mich nicht länger störend einmischen. Und dieses Gefühl ist es allemal wert, dran zu bleiben. Punkt Nummer 4. Mein Lieblingspunkt. Mir ging es doch als junger Verkäufer genauso wie möglicherweise dir heute. Irgendwann habe ich mich gefragt, ist Verkaufen das Richtige für mich? Ist Telefonakquise das Richtige für mich? Ich habe wirklich viel Zeit und Energie und Kraft investiert, um gute Telefonleitfäden zu erarbeiten, mit denen es mir gelingt, häufiger zum Termin zu kommen.
Das ist mir irgendwann auch gelungen. Bedauerlicherweise war das nur eine Seite der Medaille. Ich habe schnell festgestellt, dass ich für Terminfahrten, also für wirklich stattgefundene Termine, nicht wirklich Geld bekomme. Also Provision zahlt mir keiner, dass ich Menschen besuche und ihnen das Produkt erläutere. Viel interessanter war die Erkenntnis, wie häufig ich scheiterte, was ich dann ändern muss an meiner eigenen Telefonarbeit, um nicht so viel Leerläufe zu produzieren oder Leertermine. Und hier kommt der entscheidende Tipp. Ich habe begonnen, im Termingespräch nicht nur den Termin zu holen. Klar, das ist toll, weil dann fällt deine innere Anspannung ab und du denkst, tschakka, wieder einen Termin. Sondern nein, ich habe im Termin noch erörtert, ob ich an diesem Termin überhaupt zu meinem Verkaufsabschluss gelangen kann. Denn allein das Zeigen macht mir keinen Spaß. Auch wenn viele von euch schon froh wären, mehr Termine zu bekommen, in denen sie ihre tollen Produkte und Dienstleistungen zeigen dürfen. Aber das bringt nichts. Wichtig ist, dass du im Termin den Mut besitzt und die Technologien abfeuern kannst, herauszufinden, ob dich der Termin überhaupt zum Ziel führt. Anderenfalls würdest du nur Kosten und Frust produzieren. Also, deshalb ist es gut, bis zum Ende dieses Videos am Ball zu bleiben, weil dann verrate ich dir nämlich, wie du dieses Hauptproblem lösen kannst. Termine zu produzieren, auf die du stolz bist, aber über die du dich im Anschluss nicht freuen kannst, weil sie ins Leere laufen. Punkt Nummer 5. Der Cerberus. Der Torwächter. Der Rausschmeißer. Diejenigen, die mit ihren langen Bärten auf ihren Zähnen ein ums andere Mal dafür sorgen, dass deine Motivation in den Keller marschiert. Du hast ein gutes Skript, du bist super motiviert, heute ist ein wundervoller Tag. Du könntest die Welt umarmen und wenn dich niemand davon abhalten würde, sogar einreisen. Du schwingst dich ans Telefon und glaubst, du bist mega gut vorbereitet. Heute bist du der King of Telefonakquise. Du wählst die erste Nummer, gelangst an die Sekretärin. Dann hörst du die Frage, hey, um was geht's denn? Und wie von Geisterhand feuerst du eine atemberaubende Erklärung ab. Du erklärst, um was es geht. Und sobald du das tust und bestimmte Begriffe benutzt, hörst du was? Daran haben wir kein Interesse. Tut mir leid, das wird der Chef nicht wollen. Was auch immer. Auf jeden Fall endet für die allermeisten Verkäufer nach diesem Teil ihres Auftrittes das Telefonat. Was bleibt, ist Enttäuschung. Muss das so bleiben? Nein. Was brauchst du, damit sich das ändert? Was ist nötig, damit du in Zukunft in bis zu 9 von 10 Fällen an der Sekretärin vorbei zum Entscheider kommst und Achtung, aufgepasst, Ohren gespitzt. Ohne, dass sie dich fragt, um was geht es. Und ohne, dass du dann erklären musst, um was es geht. Und ohne, dass sie dich deshalb am langen Arm verhungern lässt. Wie du all diese unangenehmen Situationen, also das Scheitern schon in einem frühen Stadium, nämlich an der Sekretärin, vermeiden kannst. Und was das bedeutet, das können wir gerne gemeinsam ausrechnen. Wenn du an doppelt so vielen Sekretärinnen vorbeikommst und genauso weiter telefonierst wie bislang, hast du doppelt so viele Termine. Und wenn du dort doppelt so, wenn du bei diesen Terminen genauso weiter verkaufst wie bisher, hast du doppelt so viele Termine, doppelt so viele Verkaufsgespräche. Die Rechnung ist einfach. Doppelt so viel Abschlüsse. Moment, da fehlt noch etwas. Doppelt so viel Profit. Und jetzt stell dir vor, es gäbe in meiner Akademie einen entscheidenden Tipp mehr, wie du nicht nur an doppelt so vielen Sekretärinnen vorbei zum Chef kommst, sondern an fast allen Sekretären. Und darüber hinaus noch ein Telefonskript, das zu vergleichen ist mit der Bibel der Akquise, dem goldenen Gral, denn den gibt es. Aber nicht in diesem Video, sondern etwas später in meiner Online-Akademie, denn diesen goldenen Gral. Erstens, wie du erfolgreich Sekretärinnen umgehst und zweitens, wie du dann beim Chef auch sicher zum Termin kommst und drittens, wie du diesen Termin so vorqualifizierst, damit sich selbst die längste Fahrt lohnt.
erfährst du, wenn du unterhalb dieses Videos den Link in der Videobeschreibung anklickst. Sobald du diesen Link anklickst, wirst du in meine Online-Akademie weitergeleitet. Nachdem du diesen Link geklickt hast, werden wir dich automatisch auf eine Registrierungsseite weiterleiten. Dort kannst du dich als Gasthörer registrieren und unsere Online-Akademie für 24 Stunden lang kostenfrei und ohne Kaufverpflichtung testen. Nach deiner erfolgreichen vollständigen Registrierung erhältst du automatisch eine E-Mail zugesendet. In dieser E-Mail findest du einen Link. Diesen Link klickst du bitte, um automatisch zur nächsten Seite weitergeleitet zu werden. Auf dieser Seite erstellst du dir dein eigenes Passwort. Nachdem du dir dein eigenes Passwort erfolgreich vergeben hast, klicke unterhalb die Schaltfläche weiter zum Login. Auf der Login-Seite angekommen, gibst du dort deinen Benutzername ein, also die E-Mail-Adresse, mit der du dich eben registriert hast, und dein Passwort, was du dir eben selbst ausgewählt hast, und drückst auf die Schaltfläche Einloggen und Starten. Nachdem du dich erfolgreich eingeloggt hast, gelangst du automatisch in deine 24 Stunden gratis Online-Akademie. Und da haben wir für dich bereits dein Lerncockpit und deinen 24 Stunden gratis Hörsaal eingerichtet und freigeschaltet. Auf dieser Seite siehst du im unteren Bereich insgesamt 4 gratis Trainingseinheiten. Dort jeweils mit der Bezeichnung Prolog versehen. Aus den auf dieser Seite für dich bereitgestellten 4 Trainingsblöcken wählst du im Anschluss bitte den Block 4 aus. Dort klickst du auf die Pfeiltaste nach unten und es öffnet sich ein weiteres Untermenü. Und du siehst auf der rechten Seite eine Schaltfläche mit der Bezeichnung Start. Die bitte betätigen. Sobald du die Starttaste angeklickt hast, öffnet sich ein neues Fenster. In diesem Fenster findest du dann die für dich vorbereiteten gratis Trainingsinhalte. Im Block 4 habe ich ein spezielles Kapitel für dich vorbereitet, nämlich Kapitel 3.10, was Verkäufer über Sekretärinnen wissen müssen. Denn ich weiß, dass du dich fragst, Moment, kann man eine Sekretärin einfach umgehen, also sie so im Regen stehen lassen, sie ignorieren, sie ist ja mindestens eine bedeutsame Wächterin über die kostbare Zeit ihres Chefs. Lässt die sich einfach so abwimmeln? Welche Risiken gehe ich ein, wenn ich all die bisher berücksichtigten Prinzipien einfach über Bord werfe und mit einem völlig neuen Verhalten dafür sorge, dass die Sekretärin nur noch ihren Job macht, nämlich wie 1920, durch einen einfachen Umsteckvorgang die Verbindung herzustellen, ohne zu erfahren, um was es geht. Darf das sein? Ist das vielleicht illegal? Ist das menschenverachtend? Ist das vielleicht eine Art von Bevormundung? Oder muss ich lügen, schummeln oder frech sein, rücksichtslos, demütigend, erniedrigend? All diese Fragen beantworte ich dir im Kapitel 3.10. Weil die große Antwort auf diese Fragen lautet, nein, es geht in absolut würdevoller Weise, genau wie du dir das wünschst. Liebevoll, rücksichtsvoll, intelligent und zielführend vorbei an der Sekretärin, ohne dass sie das Gefühl hat, sie wäre dir ausgeliefert oder müsste an deinem Gängelband deinen Befehlen folgen, ohne dass sie sich hinters Licht geführt fühlt, ohne dass du flirten musst. Und die meisten können nicht gut flirten. Also wirklich auf hohem Niveau automatisch an der Sekretärin vorbeimarschierst. Und in diesem Kapitel erfährst du, warum das funktioniert. Aber nur dann, wenn du weißt, wie Sekretärinnen ticken. Denn sobald du das weißt, wirst du verstanden haben, warum dein herkömmliches Verhalten ohne Risiko abzulegen ist und du dir mit dem neuen Verhalten problemlos völlig neue Erfolge herausarbeiten kannst. Du darfst gespannt sein. Bis gleich in der Online-Akademie. Wir sehen uns. Dein Carsten Bayreuth.